NY Hotel in Boston. Ja, direkt hier so im Bereich des Hafens. Und das ist ja eine wunderschöne Gegend hier. Also die Gegend mag ich recht gerne. Finde aber, wenn man schon ein Hotel in so einer Gegend hat, wo ja auch Partyszene ist, dann braucht man festere, dickere, naja, Fenster, die Lautstärke draußen lassen. Oh, Kinder. Wirklich, ich meine, da ist wirklich Barking Crab und sowas da draußen. Und dann es ist da die Hauptstraße. Ja, da fährt also wirklich das Ding. Guck mal ganz kurz. Ich mach das mal kurz hier raus. Guck mal hier. Da siehst du diese Hauptstraße, da ist jetzt keiner. Und da unten ist dieses Barking Crab. Ja, da ist. Ab Nachmittag ist da Massenparty, also wirklich da. Und das sind dann, ich würde mal sagen, Lautstärken bis in the Midnight. Also das geht so wirklich bis Mitternacht. So 12, 1 Uhr ist hier Halleluja, Partyszene angesagt. Und wenn man dann noch, und das kommt, noch ein Zimmer, ich sag mal, unterhalb der Rooftop-Bar hat, ja, die natürlich fantastisch, weil man diesen gigantischen View hier hat. Das ist ja schön. Aber ich meine, ich muss ja nicht ins Hotel gehen, um diese fantastische Rooftop-Bar zu haben. Und wenn man mal guckt, die machen natürlich hauptsächlich auch Werbung bei Instagram und so mit dieser Rooftop-Bar. Also das ist denen ihr Hauptthema. Aber dann gehe ich eben nur für die Rooftop-Bar hierher. Ja? Ist ja ganz einfach. Ist ja nicht nur etwas für Gäste. Wenn es nur für Gäste wäre, würde man sagen, okay, das ist eine Verpflichtung. Aber ist es ja leider nicht, sondern es ist ja so, dass hier jeder kommt. Also macht man das, man bucht woanders, wo es leise ist, wo man schlafen kann. Darum gehen wir ja ins Hotel und geht dann hier in dieses Hotel, um mal die Rooftop-Bar zu sehen, um abends diesen fantastischen View, diese Skyline, die man hier so hat, dann zu genießen. Ich muss sagen, ich bin hier in diesem Hotel angekommen und bin wirklich schockiert auch über diese Mitarbeiter. Das ist ja wirklich dramatisch geworden. Da war zum Beispiel so eine, ja, etwas sehr kräftige Frau, schwanger, und die saß da und hat sie immer den Bauch gerieben und dann hat sie noch nicht mal Hello gesagt. Also ja, da musste dann ein anderer kommen, der das dann bediente, weil sie nicht in der Lage war, das zu machen. Ich meine, guck mal, das ist das Entree für dieses Hotel. So kommst du hier rein und so wirst du schon mal nicht begrüßt. Ja, da geht das schon los. Dann kommt da irgend so ein Hippie-Freak an und der sagt, hey, hi, how are you? Fine, everything, yeah, good, yeah. So. Und da bist du sprachlos. Also, ich meine, das ist ein Hotel, ein Autograph-Hotel, da kommen wir nochmal gleich zu. Ein Autograph-Hotel, was 600, 700, 1000, 2000 Dollar kostet. Da kann man doch erwarten, dass das Personal top drauf ist und da nicht so abgefrickte Typen rumlaufen. Also wirklich, das ist ja erschreckend. Das ist erschreckend. Vor allen Dingen, es war hier das erste Mal seit so langer Zeit, dass die sagen, ach, wir haben gar nicht gewusst, dass sie Ambassador sind. Ich sage, wie, sie haben das nicht gewusst? Ja, sie ist gar keine Nummer hier drin. Da musste ich mir die Nummer jetzt raussuchen. Gott, wo habe ich diese Nummer jetzt? Ja? Und musste dem die Nummer geben. Dann hat er das eingegeben und hat gesagt, oh, sie sind hier Ambassador. Ich sage, ja, ich habe ja auch über Ambassador Bonvoy gebucht. Wusste nicht, wie das geht. Also das Organisatorische ist hier in diesem Hotel, ich würde mal sagen, unterirdisch. Das hat wirklich damit zu tun. Dann kommen wir mal zum Thema Autograph. Das ist kein Autograph-Hotel. Das ist ein neu gebautes Hotel mit altgemachtem Firlefanz. So ist das. So, diese Zimmer sind unendlich klein. Gibt noch kleinere Zimmer. Das war dann anscheinend doch noch ein kleines Upgrade in Deluxe, ja. Aber Suite Upgrade und so, vergiss es. Vergiss es. Ist gar nicht denkbar. Du hast hier dein Late-Checkout, da kannst du froh sein. Und ansonsten ist das der Vorteil, dass das ein neu gebautes Hotel ist und die Innenausstattung noch recht neu ist. Wenn das mal abgewirtschaftet ist, und das wird es ja innerhalb des nächsten Jahres sein, dann ist das kein Hotel, wo du übernachten willst. Ich würde hier nicht nochmal buchen. Gottes Willen. Ist ja albtraumtechnisch. Erstmal kannst du hier nicht richtig schlafen, weil es unendlich laut ist. Dann fängt morgens die Müllabfuhr hier an, schon selbst die Müll abzuholen. Auch das ist hier so organisiert, dass du denkst, du fällst aus dem, ja, raus. Und natürlich auch alle Mülleimer so positioniert, dass die im Hotel sind. Das sind ja die Hotelmülleimer. Es sind nicht die Mülleimer von was anderem, sondern die eigenen Hotelmülleimer. Es interessiert sie aber auch nicht. Es ist ihnen auch völlig wurscht. Ich glaube auch, habe manchmal das Gefühl, dass die Gäste, die in solchen Hotels wohnen, auch gar nichts mehr mitkriegen. Dass die alle pennen und sowieso nichts mehr hören. Wahrscheinlich schlafen die alle mit so einem eingebauten Rauschunterdrücker. Ja, ich meine, macht ja Sinn. Ja, so ein Kindle oder was. Ja? Oh Gott, gnädig. Also, es ist dramatisch, denn ich meine, ich habe ja meine Süd-USA-Reise habe ich ja abgebrochen, weil es einfach so schrecklich war und bin ja jetzt etwas später wieder hierher nach Amerika zurückgekommen, um eben anzufangen, Boston, New York und Chicago so ein bisschen zu gucken. Und ich meine, dieses Hotel, der NY, ist jetzt einer der ersten Hotels, die ich gemacht habe. Und es ist, ja, es ist eigentlich schade. Es ist wirklich schade. Es geht hier, also sagen wir so, es ging jetzt erstmal ganz gut los, aber es war eben von solchen Grunddingen unmöglich.
Ich meine, ich bin froh, ich habe meine 1000 Punkte genommen. Ich habe gesagt, gib mir 1000 Punkte. Auf Gottes Willen, nicht das Frühstück. Ich war mal gucken. Jesus Maria, frühstücken. Auch da wieder kriegst du ja nur einen Voucher. Also du kriegst nur diesen 20, 25 Dollar Voucher und den Rest musst du bezahlen. Das Frühstück geht hier ab 40 Dollar los. Also musst du für das schlechteste Frühstück auch noch 20 Dollar draufzahlen, wenn du hier frühstücken willst. Weil du das für 20, diese 25 Dollar überhaupt nicht lohnt sich. Kriegst du auch nicht mal ein richtiges Frühstück für. Kriegst eine Tasse Kaffee. So, so ist das alles. Also die Preise in Boston sind auch extrem teuer. Das habe ich gemerkt zum Beispiel hier bei diesen Taxigeschichten. Die kleinste Strecke, also von 5, 6 Kilometer, bupp, bist du 30 Dollar los. Also Boston, muss ich sagen, hat sich unglaublich in ein teures Pflaster entwickelt. Die Preise sind hier explodiert. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich meine, für zwei Croissants hier beim Dings zu kaufen, was habe ich bezahlt? 8 Dollar. Wow, habe ich gedacht. Meine Fresse. Also, es scheint, wie weit das jetzt da mit dem Russenkrieg zu tun hat, weiß ich nicht, aber weil für die ist ja eigentlich alles gut, ne? Die pushen ja nach oben. Aber ich habe nicht für möglich gehalten, dass das momentan hier so extrem teuer ist. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, wie werden die anderen Hotels, wie sind die drauf? Das bleibt natürlich noch ein bisschen spannend. Ich habe für euch noch ein paar schöne Hotels in der Vorbereitung, das W-Hotel, auch das Luxury-Hotel hier in Boston. Gibt noch das Ritz-Carlton. Also ich habe mir wirklich die Top-Hotels hier rausgesucht, die im Bereich des Bonvoy-Marriott-Programms drin sind. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt und wie die sich einem positiv miteinander ins Gespräch kommen. Das will ich mal so charmant sagen. Aber ich sage wirklich, ich habe diese Begrüßung da unten, wie die da so kam mit ihrem Bauch. Da ist die an mir vorbeigelaufen, die war in der Rezeption. Ist einfach vorbeigelaufen, hat sich hingesetzt und hat sich da so über den Bauch gefahren. Dann habe ich da gestanden wie so ein Depp. Wirklich, wie so ein Depp stehst du da. So dem Motto, was willst du eigentlich hier, du Kunde? Ich bin schwanger, ich habe ein Bauchproblem. Ja, ist ja auch eine Frechheit von mir, dass ich mir rausnehme, in diesem Hotel auch noch einen Service zu verlangen. Fazit zum NY Hotel in Boston. Ich würde mal sagen, Mitarbeiter unterirdisch, der Underground. Ja? Servicetechnisch keiner vorhanden, die Zimmer klein. Dafür aber modern eingerichtet, das heißt also neu eingerichtet, nicht modern, neu eingerichtet, heißt also, das hat man noch locker so ein, zwei Jahre, dann ist das hier abgewirtschaftet. Sehr hellhörig alles, man kriegt alles mit, was der Nachbar tut und wenn die Türen aufgehen und so. Also, ist so ein Puppenhaus-Hotel so, ja, in dieser Form. So, da gibt es einen kleinen Gym und es gibt diese Rooftop-Bar. Und das war's. Also, es gibt einfach nicht mehr. Das ist auch wieder so klassisch Influencer aufgebaut, dass die eben schöne Background-Fotos machen können und darüber berichten können und feiern. Mehr ist es nicht. Also von der Seite gibt keine Wohnempfehlung für mich. Ich würde dieses Hotel nicht empfehlen. Ich würde auch in dieses Hotel, der NY Boston, nicht noch einmal wiederkommen. Dafür habe ich hoffentlich bald Besseres zu berichten. Und tschüss. I
sexy bitch.